Oh ja, Mann. Ein Entzünder. Aber weißt du, was bedeutet denn Licht entzünden? Eine Lampe entzünden? Nö. Weißt du? Das verstehe ich nicht ganz. Und es gibt... Aber warte mal, Treppen. Vielleicht meinen die auch wirklich nicht diese Planken, sondern richtige Holztreppen. Nee, da ist die Treppe oben drüber. Höhle über den Treppen. Höhle über den Treppen. Die Höhle über den Treppen. Ich sehe keine Treppe mehr. Oh, also du hast es, okay. Die Höhle über den Treppen. Was ist denn das da? Nee. Ach, guck mal, hier ist der Herr Petschke. Ja. Ich hab grad so ein Fass und darunter fallen gesehen. Das warst aber nur du. Okay. Hier sind hölzerne Treppen. Über der hölzernen Treppe gibt's hier eine Höhle direkt in der Nähe. Ja, es gibt eine. Aber hier passiert nichts. Es gibt hier hinten noch eine. Hier sind diese Blumen, die du meintest. Es ist wahrscheinlich so offensichtlich und wir tun uns gerade so schwer. Ja. Weil ich habe nämlich ein, also die zweite Mission, die wir haben, die ist auch hier, die hat auch irgendetwas mit Norden, Eingang und Licht zu tun. Ja, ich bin unten gerade mal durch den ganzen Tunnel gerannt. Ich habe gedacht, vielleicht wäre es das, aber nix. Nee, ne? Entzünde ein Licht an der Lampe. Ach, da rennt gerade vor mir. Hi. Ich gucke jetzt alles durch, ob wir hier irgendwas entfachen können. Ja, am besten wirklich durch jede Höhle rennen mit der Lampe. Ist echt so. Die Fackeln brennen auch beide. Huch. Hier brennt was? Tatsache, hier brennt irgendwas. Hallo? Ja? Hast du was auf dem Herd stehen lassen? Auf dem Schiff? Ja. Nein. Ich meine, hier auf dem Dings, auf der Insel eher. Ach so, nein, da habe ich was entzündet, aber das war's dann auch schon. Achso, okay. Ich wollte gerade sagen, der Megalodon war das letzte auf dem Schiff. Okay. Das wäre lustig, wenn da noch irgendwas kommen würde. Jetzt stell dir mal vor, wir kommen zum Schiff zurück, das Schiff ist abgefackelt. Ist echt so, nee, bloß. Das wäre eigentlich auch eine geile, es wäre eine geile Idee, wenn du ein Schiff angreifst und Gegner einfach schnell was auf den Herd legen. Stimmt, ne? Die merken das dann als nicht. Und dann irgendwann. Erdbeer, mitten in der Seeschlacht fängt das Schiff an zu brennen. Das wäre doch was. Oh, das wäre wiederum lustig. Ich glaube, das müssen wir wirklich bei Gelegenheit mal ausprobieren. Also hier vor mir ist so ein Lagerfeuer, aber das kann man nicht entzünden. Das ist ja komisch. Hier ist so ein Dude. Ah, Moment. Hier ist noch eine hölzerne Treppe. Und da ist es ja fast schon noch wahrscheinlicher, dass es hier ist.
Yo. Ah. Alter. Warte mal, sind jetzt beide Missionen? Nein, nur eine. Das ist das aber wirklich... Das ist da, wo der Alte auf dem Steg steht. Nein. Direkt, doch. Genau da ist nämlich eine... Das ist keine richtige Höhle, das ist ein Durchgang. Frag nicht. Jetzt soll hier irgendwo ein Lagerfeuer sein. Von der Höhle. Ja, toll. Alter. Oh Mann, wo ist das Lagerfeuer? Ich bin direkt drüber. Das ist vielleicht das, was ich entzündet habe. Das ist ein Lagerfeuer von der Höhle. In der Höhle, im Untergrund. Ist das vielleicht... Warte mal. Was in der Höhle? Ist es vielleicht dieses in eine... In der Höhle, ach so. Ist es vielleicht dieses eine Lagerfeuer, von dem ich gerade sprach? Ich hoffe, ich finde es jetzt. Genau, hier ist das Lagerfeuer. Was stand da für ein Weg? Nein, falsch rum. 7 Schritt Südosten. Hier. Jo. Alter. Hätten wir das jetzt nicht gewusst, dass hier dieses Lagerfeuer ist, hätten wir ewig gesucht. Aber wir brauchen jetzt einen Schlüssel. Und irgendwo, also wenn wir jetzt hier links rausgehen, sind wir ja schon im Norden. Und irgendwo hier muss man wieder die Lampe entzünden. Irgendwo im Norden. Du, bei durch mir, den Dschungel im Norden, ja? Bei mir ist die... warte mal. Mir jetzt die Karte mit den 7 Schritten im Lagerfeuer in der Höhle noch da. Wer jetzt die andere gelöst? Jo. Hä? Was? Die andere gelöst. Guck, ist die bei dir auch noch? Oder? Ja, die ist weg. Nur die mit den 7 Schritten ist noch da. Ja. Die Insel, die wir die ganze Zeit nicht abschließen, also wo ich die ganze Zeit mit dem Leuchter rumgerannt bin, ist jetzt abgeschlossen. Ist doch Wahnsinn, Alter. Jetzt, oh. Okay, ich hab jetzt gerade mal. Also an derselben Stelle ist noch eine Truhe! Schnittertruhe! Leck mich! Die gleiche Mission führt zur gleichen Stelle. Ich warte auf dich. Ich glaub's da nicht, ey. Da! Oh Gott, das heißt, wir müssen zum Schnitterversteck, das ist auch nicht so geil. Oh Gott, Skletter, jede Menge Skletter. Schaffst du's raus? Ja, ich bin schon vorbei. Aber ich habe Besuch dabei. Okay. Da Schnitter versteckt, da ist es ja. Das können dann auch mit 19 Uhr hinhauen. Ach, guck mal, ja. Also auch wenn wir ein bisschen länger machen, ist nicht schlimm. Es muss ja erstmal runtergeladen werden. Ich guck gerade, ob, noch nicht. Da. Starte mal ganz kurz neu. Den da. Ah, Gott. Herr Gott Sakrament. Ah, ich seh dich rennen. Ja, rennen kann ich. Ja, das merke ich. Du bist sehr schnell im Rollen, was? Ja, bergab. Wieso machst du Wasser raus? Achso, es regnet, okay. Ich hab ins Schiff gemacht. Ich bleibe hier. Ich hab reingeschifft. Ich bleib auf der Insel. Er hat ein Schiff geschifft. heute wird's nicht besser. Nein. Wir müssen nach Nordosten heute. Nordwesten, entschuldige bitte. Oh, wir müssen perfekt durch den Sturm. Was hältst du davon? Sehr gut. Vielleicht machen wir alle Lichter aus. Ja. Ich will diese scheiß Trophäe haben. Ich auch. Vielleicht hast du die ja schon längst. Nee, ich hab sie noch nicht. Die Trophäe mag mich nicht. Beleidige diese Trophäe nicht. Scheiß Trophäe. Okay. Okay, das heißt, gib Vollgas. Ich hab noch was im Kopf. Ist okay. Vielleicht oben noch was? Noch eine... Ja.
Also jetzt keine Bombe oder so, sondern eine Leuchte. Ach so, ich dachte jetzt, hoffentlich schlägt da oben kein Blitz ein. Da oben passiert wenigstens nicht so viel. Mast kippt um. Ja du, den Mast, den kannst du doch auffangen. Mit deinem Bauch. Was? Nicht witzig? Nein. Schade. Hatte gerade Spaß. Also, ich auch gerade. Echt? Ja, das sind wir ja verspaßt. Auf her! Perfekte Dunkelheit! Was? Hä? Ah, es ist auch neblig gerade. What the fuck? Ja gut, dann haben wir ja jetzt die Trophäe. Ja. Du fährst direkt auf das Fort der Verdammten zu übrigens. Frontal. Du bist nicht mehr weit weg. Oh, ich seh's gerade. Man sieht es halt nicht so sehr. Ich seh's gerade, man sieht's nicht so. Aber jetzt fahre ich gerade drumherum. Alter, das ist ein Scheißwetter, ja. Ja, der Alte ist mal wieder sauer. Poseidon? Richtig. Triton? Und Zeus. Nee, Zeus. Zeus auch. Oh. Ariel. Der alte Ariel. Fällt dir nichts Besseres ein? Sebastian? Der Passion. Sebastian, okay. Sebastian. Wer denn sonst? Wenn nicht er. Und der Bär mit dem Schießgewehr. Das. Was? Aus dem Saarland. Der Bäume so. Kuschelt. Ja. Der Baumbär. Haha, Bärt der Baumbär. Ja. Wir haben im Saarland auch ganz coole Hubschrauber. Und manchmal auch einen Stachelbär. Die beste Pilotin heißt Bärbel. Ja, gut, das passt ja. Habt ihr auch nicht die Rhabarberbarbarbarbaren? Die Rhabarberbären, meinst du? Die auch, ja. Überall in Deutschland hatte man die Gummibären, nur im Saarland hatte man die Rhabarberbären. Diabetes hier und da und überall. Diabetes? What the fuck? Der linke Fuß, der ist schon ab, der rechte folgt bald. Das sind die Rhabarberbären. Flo, was? Ah, nein, schon, das waren ja die Diabetiker. Ja, ich hab was gehört. Wir haben ein Loch. Das ist biologisch aber völlig normal, Alex. Nicht dieses Loch, Flo. Ach so. Wir haben ein richtiges Loch. Ich esse währenddessen meinen Riegel und ich wünsche dir viel Spaß. Ja. Machst du jetzt wieder Piet? Die Steuer. Er war auch am Steuer. Nee, nicht so ganz. Kannst du mal auf die Karte gucken, wo wir sind? Im Meer. Oh. Okay, wir müssen ganz hart nach Westen einschlagen. Wir sind fast auf Höhe des Schnitterverstecks, aber halt. Wo ist Westen? Links. Okay. Ganz hart links. Weil mein Navi funktioniert nicht. Also 90 Grad links etwa. Muss mir nur mal sagen, irgendwann wann halt ist. Weiter. Und stopp, dagegen schlagen. Jetzt kannst du mal ausfahren. Ja, das ist ein bisschen anstrengend gerade. Ich steuer gleich nach. Ja, aber in diese Richtung weiter. Ein bisschen nach rechts kannst du auch wieder. Mhm. Minimal. Aber diese Rauchsäule hochkommt. Alter, es sieht eben mehr so geil aus. Ich glaube, wir laufen zu. Was? Dein Alkohol läuft aus. Was? Nein! Ah, wieso bin ich auf einmal an Deck?
bin an Deck geklitscht. Oh, hallo. Was ist denn heute los? Erst die Insel unter Wasser. Dann war die, nein, erst war die Insel nicht da, dann war sie unter Wasser. Mhm. Aha. Fahren wir richtig? Aha, aha, aha. Ein bisschen rechts. Rechts, ja, du siehst die Insel schon sogar. Mhm. Oh. Alex, was war das? Hast du gerade Ariel gerammt? Ja, meine Güte. Soll halt auch mal aufpassen, wo die hingeht. Alter, die Alte. Kein Wunder, dass sie nicht sprechen kann. Ich brenne. Was? Ich wurde vom Blitz getroffen. Warte, ich lösch dich. Ist alles gut. Es regnet ja. Oh, schade. Du wolltest mich doch nur nass sehen. Ich kann dich einmal feucht machen. Ich wollte dich einmal feucht machen. Warum wundert mich das nicht? Ja. Ah, stimmt, das versteckt. Da sind wir ja schon. Das ist noch ein Stückchen weg, ja. Weiter links, ne? Kann ich gerade ein bisschen schwer beurteilen. Ich geh mal von aus. Flo? Ja, ich hab's gehört, ich geh grad wieder unter Deck. Nein, geradeaus, direkt geradeaus. Sogar okay. Ein bisschen rechts, kannst du sagen. Flo, wer hat dieses Unwetter mitgebracht? Entschuldigung, ich hab mein Mittagessen nicht ganz aufgegessen. Ah, Mann. Immer diese Saarländer, ey. Ja, es tut mir ja leid. Ja, ihr habt doch schon so wenig zu essen im Saarland. Stimmt nicht ganz. Baumrinde ist essbar. Aber nur saarländische. Nur saarländische. Wir nennen es auch Wundschorf. Was? Bitte was? Das Schnitterversteck ist rechts von uns. Mhm. Ich wende gerade schon dahin. Nix über Saarländer, sah da der Vater. Du bist momentan in der Unterzahl, Alex. Vater, der Alex wird bald Pelzer. Du darfst über ihn herziehen. Ich komme auf die richtige Seite. Du hast gesagt, du gehst, kannst du die Anker ziehen? Oh Gott. Oh Gott, ja, mach ich. Oh Gott! Die Insel ist ganz schön nah. Oh Au. Gott! Anker ist gezogen. Wir haben geparkt. Ja, insofern hast du recht, das ist die richtige Seite. Du bist auf der Seite, dass du immer sagen kannst, ha. Der anderen Landesgrenze ist die Wiese doch grüner. Nicht wirklich, aber. Doch. Ich meine, ich kann nur sagen, dass da auf der anderen Seite immer so Baumkuschler sind, aber. Du weißt ja, wie es ist. Was? Denk dran, die Baumkuschler kennen jede Menge Plätze, wo sie dich vergraben können. Wo dich niemand findet. Ja, immer zwischen Wurzel und Ast, ne? Schaft, genau. Was? Was? Der Baum schafft. Ja, daran habe ich auch gedacht, aber was? Warum Baumschaft, hä? Patenschaft. Du bist Baumpate. Ortschaft. Hab sie abgegeben. Wir können jetzt abhauen. Ah, mich hat ein Blitz getroffen. Ja, siehst du, das ist die Rache des Pelzers. Des Pelzers. Ja, ja. Pelzerbub, meinst du? Pelzerbub. Pelzebub. Sehr schön. Spiel mit dem Tod habe ich freigeschaltet. Ah ja, ich sehe es. Bist du an Bord? Okay. Ja. Von der Schippe Springer. Wir haben schöne Titel erhalten. Nur du. Flo, ich steuere gerade gar nicht. Das heißt, wir werden irgendwo gegenfahren. Oder auch nicht. Rechts ist eine Insel, rechts ist eine Insel! Oh ich Gott. Weiß, ich versuche daran vorbeizufahren. Heben wir noch das, was wir da haben, ab? Ja, ja. Oh Gott, rechts ist wieder eine Insel. Aber ich lenke schnell genug. Wenn du jetzt in dem Winkel weiter fährst, kommen wir bei den Golden Sands raus. Ist sehr gut. Vielleicht ein bisschen links einschlagen, aber nicht viel. Okay. Ich hab Wasser gefunden. Was? Ich hab Wasser freigeschaltet. Achievement Water.
Wasser an Bord!